Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Ein Sommer in den Schweizer Bergen auf den Hütten. Wir sind zu Gast in der Spannorthütte, oberhalb vom Engelberger Tal. Silvia Hurschler-Bieri bewahrt zusammen mit ihrem Sohn, Aaron, die urchige Hütte. Aber genau das Einfache ändert sich schon bald. Ein Umbau ist geplant. So, voilà. Bis vor kurzem hatte ich wirklich recht Mühe, mich von der jetzigen Hütte zu lösen. Und auch ja, halt mit dem Gedanken, dass danach halt eine modernere Hütte hinkommt. Die Capanna dell'Albinia a Bregaglia. Zu Bergell, zu Hause von einer jungen Kletterfamilie. Der Umbau für Seilbahn macht nicht arbeiten. Der Anna-Maria und der Martin fehlen Tagesgäste. Sich irgendwas wie darüber zu nerven, dass jetzt im Moment weniger läuft oder dass man mehr Leute müsste haben, das ändert die Situation nicht. Also die kommen nicht auf, wenn wir uns nerven. Oder? Das ist eigentlich von dem her einfach eine Situation, wo man umgehen muss, dass im Moment die Bahn nicht fährt und wir weniger Betrieb haben. Hoch über dem Aletschgletscher droht die grösste Hütte der Schweiz. Die Concordia-Hütte. Hier ist im Sommer alles anders. Der Christoph ist gefordert. Seiner Frau, der Sarah, geht es gesundheitlich gar nicht gut. Dass es nicht einfach das war mit der Operation, sondern dass ich eine zweite Operation brauche und dass ich eine Chemotherapie brauche. Dass ich nicht auf die Hütte kann, den ganzen Sommer. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichte. Das Engelberger Tal in der Zentralschweiz. Es ist Anfang Juni. Die Hüttensaison geht los. Wie weit geht es noch? Ja, noch weit. Pause. Nein, nicht schon jetzt. Hey. Es ist doch weit gegangen. Komm, jetzt laufen wir noch ein bisschen. Ha, komm. Machen wir eine Retro-Pause. Komm, Aaron. Aaron, wir können uns ein Wanderlied singen. Oh, ja. Nicht mehr geschlafen. Weißt du, wie es geht? Ja. Ha? Also, sing mal. Wie geht's hier? Kannst du mit... Kannst und du... eins. Und eins. Und zwei. Zwei. Und drei. Drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Acht. Hut. Stock. Regenschirm. Heute Wartin Silvia, ihr Sohn Aaron und ihre Tochter Tronja sind unterwegs zur Spannorthütte. Der Aaron ist noch nicht einmal 5. 600 Höhenmeter sind noch viel für ihn. Es ist jedes Mal ein neues Erlebnis. Und er sieht halt den Weg auch mit Kinderaugen, was auch sehr schön ist. Also er sieht manchmal Ameisenstrassen, und kann stehen bleiben und denen zuschauen und würde am liebsten eine Stunde lang dort hückeln. Man muss sich halt einfach recht Zeit nehmen mit ihm und ihm auch die Zeit lassen. Und dann macht er das tipptopp. Heuer fängt der Sommer keinen Kalt an. Jetzt vorsichtig. Ja, ich glaube, wir legen jetzt hier an, Aaron. Du musst da mal reinsteigen. Dann... Jetzt kannst du aufstehen. Da schön auf den Stein stehen. Komm. Super. Aber es ist schon nicht so bequem mit den Beinen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen absitzen. Jetzt so schön in einem Drittel laufen, Aaron. Ja. Was ich dir da mache.
Fühlst du dich gut so? Ja. Super. Sehr gut. Dann sieht sie immer, wo, ob du super sicher läufst. Schuhe. Haben wir es geschafft? Ja. Schau, ob die Hütte noch steht. Wow. Hey. Die Hütte aus Stein steht noch. Wie schön. Nach 2,5 Stunden haben sie es geschafft. Die Spannorthütte liegt auf knapp 2000 Meter über Meer. Satt, hä? Aaron, super gemacht. Abschlag. Ja. Bravo, super. Bravo, Ronja. Komm rein. Oh, komm weg. Weißt du noch, wie es innen neues gesehen? Hä? Das Wetter ist jetzt halt ein bisschen. Oh. Nicht gerade angenehm gsi und die Last am Rücken. Aber wir haben es geschafft. Super. Und der Aaron ist so schön gelaufen. Ich habe richtig Freude. Hä, Aaron, gell? Ja. Hallo, hallo. Ist jemand da? Schau, Aaron, jetzt sind wir gerade die Läden aufmachen. Dann sehen wir wenigstens etwas. Dann kannst du dort auch aufmachen. Genau, Aaron. Für die nächsten 4 Monate ist das daheim von Aaron und seiner Mutter. Ein Leben ohne Luxus auf engem Raum. Die Spannarthütte ist uralt. Gekocht wird noch über dem Feuer. Es ist so ein bisschen wie fast ein bisschen Kindheit zurückversetzt. Weil ich bin auch. Wir sind immer auf die Alp gegangen im Sommer und haben eigentlich genau auch so gekocht. Und wir sind oft nach der Schule im Robsi und haben als erstes haben wir müssen feuern, damit wir schön warm hatten oder damit wir auch kochen konnten. Und das ist für mich schon ein bisschen, so ein bisschen ja, zurückversetzt, die Kindheit auch. Und ja, mir gefällt das. Aber genau das soll sich schon bald ändern. Nächste Saison wird die Hütte umgebaut und renoviert. Der Aaron muss jetzt das erste Mal seinen Papa anrufen. Der muss unten im Tal arbeiten, kommt aber rauf, ja. So viel wie er kann. Ja. Ja. Aber ich bin super gelaufen. Ich gehe jetzt schlafen. Schlaf gut. Hopp, hopp, hopp. Hinter der Rutsche. Uiuiui. Jetzt ist schlafen schon. Okay. Weißt du, wir löschen das Licht. Und mit der Stirnlampe. Also, mittags, wenn die Sonne am höchsten stand, spielten Simba und seine Freunde die Meerkatze Timon und das Warzenschwein Bumba. Gerade hinter der Klaus im Prättigau ist das Zuhause der Kramerin Rucklis. In 2 Tagen geht es los auf die Hütte. Bis dann gibt es aber noch viel zu tun. Hä? Anna, schau, dass es hinten zum Fenster rausgeht. Zack, ah. Hinten raus, du. Was? Du solltest übergekommen. Ja, aber ich muss mich einfach hier laufen. Geschwind am Laden eben. Heute müssen unbedingt noch Profile und Fassaden. Weil auch hier soll schon bald umgebaut werden. Anna, kannst du mal aufziehen? Da ist es ein bisschen mühsam. Anna. Wir haben noch ein bisschen gebastelt. Und es wäre auch ein bisschen übertrieben, jetzt eine Leiter zu posten, nur wegen 2 Holzstecken, die man da herbohren muss. Typisch Bergführer. Die hängen immer am Seil. Anna, gib Zug. Hey. Das ist mir du? Du musst einfach Reibung ankriegen. Ja. Weißt du, dann gehe ich wieder zurück in die Stube. Jetzt musst du Zug geben. Du, lieber Seth, stopp.
Füssli musst du noch hören. Pass ich auf. Ja, du passt ja, ja. auf, lieber. Anna, jetzt musst du mir noch mal voll Zug geben. Ja, du bist ein Lustiger. Weißt du, der See ist im offenen Fenster. See, geh auf die Seite, geh runter. Und ich kriege ehrlich gesagt langsam den Krampf und schieße. Ja, jetzt musst du aber noch einmal, musst du jetzt noch mal voll gut gehen, Anna. Stopp! Seht, du gehst nicht dort rauf. Komm, wirklich, jetzt gehst du da oben runter. Und ich habe keine Lust im Fall. Nein. Nein, das darfst du jetzt auch nicht sein. Du hast geschwind warten, bis der Papa das gemacht hat. Man kann das auch so machen. Du hast es schon richtig gemacht. Ne? Ah, ja. Seht ihr, von wo bis wo. Komm, jetzt können wir miteinander mal packen, was wir auf der Hütte haben wollen. Was für Spielsachen das du gerne mit aufnehmen willst. Willst du das Feuerwehrauto mitnehmen? Ja. Oh, okay, nehmen wir das Feuerwehrauto. Übermorgen geht die Familie ins Bergell und kommt so schnell nicht mehr zurück. Letzte Saison waren beide Kinder das erste Mal auf der Hütte. Der Seth war hier schon anderthalb Jahre und Lisa war erst gerade zweieinhalb Monate alt. Und er redet jetzt eigentlich schon seit mehreren Wochen nur noch von den Hütten. Und wenn man endlich raufgeht, dann muss man immer sagen, ja, noch zehnmal schlafen, noch fünfmal schlafen. Und jetzt ist er noch wie viel Mal schlafen, Seth? Noch zweimal, gell? Und dann gehen wir auf die Hütte. Viele Sachen. Ja, wir nehmen viele Sachen mit, aber nicht alles. Schau hier in den Auto, kannst du auch noch ein bisschen auswählen, was du gerne möchtest. Den willst du mit aufnehmen? Ja. Wenn es nach dem Set geht, kommt das ganze Spielzeug mit auf. Nein, du kannst noch nicht in den leeren Set. So, dann hätten wir das eigentlich mehr oder weniger gepackt. Ne? Ich habe gerade so die. Die Backzeiten musst du so viel studieren und dann bist du so zwischen den Sachen drin. Und nachher, wenn du da oben ankommst, dann bist du einfach da oben. Dann kannst du vorne raushocken, um ein bisschen anzukommen, in die Berge rausschauen. Und dann bist du einfach, für mich ist es so, ich bin wieder da oben. Und wir haben ein ruhigeres Leben. Wir haben sicher ein ruhigeres Leben da oben, ja. Nicht von Arbeit her. Also, es ist strenger, aber man geht nie nachher. Man muss nicht posten, man muss nicht. Man muss so viel nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Auf die Hütte nimmt die Familie der Heli. Was jetzt nicht ins Auto kommt, bleibt für den Sommer da. Komm, kleine Maus. Jetzt bist du ein bisschen weit gegangen. Der Chappi. Der Chappi, der Chappi, der Chappi. Oi. Steigwiller im Berner Oberland. Auch hier Mitte Juni Zeit zum Packen. Zara und Christoph bewahrten zusammen die Concordia-Hütte über dem Aletschgletscher. Ihre Kinder sind auch mit dabei. Nein, das Kibbeln ist es nicht. Es ist schon eine Routine. Es ist jetzt halt schon das sechste Jahr. Aber schon auch Spannung, es ist immer wieder. Also vor allem halt, dass du alles dabei hast, gell? Wenn du irgendetwas vergessen ist. Ist einfach. Ich kann dir ja Zeug noch hinterher bringen, wenn du etwas vergessen. Ja, das ist schon so. Jetzt ist halb so schlimm. Nicht tragisch. Gut, wenn wir auf die Seite gehen. Dann bringe ich das einmal hinterher, hä? Ja. Der Anhänger von Lebensmitteln muss zum Heliport auf Lutherbrunnen. Morgen wird Christoph los. Der Saisonstart muss er allein machen. Zara ist schwer krank. Sie hat Krebs und braucht viel Ruhe. So. Der Chano hilft, wo er kann. Mhm. Er ist seit Jahren Hüttenhilfe auf der Concordia-Hütte. Und jetzt hat er Kinder als Titel. Und halt mit den Gedanken überall und so. Zara ist erst vor einem knappen Monat operiert worden. Nachher hat man gewusst, dass sie so ein 13 cm Durchmesser Tumor hat.
also im Bauchraum nicht genau ersichtlich, wo. Also der Eierstock zugeordnet, aber es war einfach recht gross gewesen und dass man so schnell wie möglich reinschauen muss. Ja, und da 4,5 Stunden operiert und halt die Lymphknoten und so rausgenommen. Oder einfach, dass man schauen kann, ob es weitergegangen ist. 3 Tage später haben wir erfahren, dass das jetzt bösartig ist, dass das ein Eierstock, also so Ovarialkarzinom ist. Und dass es nicht einfach das war mit der Operation, sondern dass ich eine zweite Operation brauche und dass ich eine Chemotherapie brauche. Dass ich nicht auf die Hütte kann, den ganzen Sommer. Ja. Und das war ein echter Schock. Also ich bis jetzt noch nie hatte, ich hatte noch nie irgendwie Verzweiflung oder das Gefühl hatte, oder weißt, Angst gehabt, dass es jetzt irgendwie fertig sein könnte. Das ist, heisst für mich die Diagnose nicht. Und sie haben wirklich, es ist im Frühstadium, sie haben, können wir sagen, dass ich die Prognose eigentlich gut habe. Und ich habe einfach ganz viel gelesen. Ich muss alles wissen, auch alles Komplikationen und alles Schlimme und so. Aber ich muss einfach wissen, was Sache ist. Dann geht es mir besser, dann bin ich ruhiger. Die Krankheit wirft bei Zagers alles über den Haufen. Der Christoph muss morgen aber auf die Hütte. Die ersten Gäste sind angemeldet. Also, du musst ja eh umziehen. Oder? Jetzt haben wir alles. Die letzten Tage hat es mich recht angeschissen. Ich dachte, nein, das ist jetzt etwa das Letzte, was ich wollte. Jetzt geht es hier absäckeln. Aber jetzt heute Morgen ist schon das erste Mal das Gefühl, mal irgendwie. Ich habe gleich einen Haufen lässige Sachen, die jetzt wieder kommen. Ja, und da, wenn man es läuft, das ist definitiv so. Da muss man keine Sorgen machen. Ja, die Kinder bleiben noch 2 Wochen im Tal. Der Älteste muss noch in den Kindergarten. Alle zusammen auf der Hütte. Der Traum ist gerade ganz weit weg. Das ist schon der, einer der grossen Vorteile an diesem Job, ja, dass man als Familie ausüben kann. Und, ja, das ist jetzt nicht so der Sommer. Das ist scheiße. Aber ja, jetzt müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Ich habe nicht genug. Ja, das war bis dann genug. Ah, das ist 2. Scheiße. Ich weiß, dass ich wieder auf die Hütte will, mit den Kindern und dass ich die Kinder aufwachsen aufwachsen und dass ich dann auf diverse Berge will mit dem Christoph, wo wir aber ein bisschen rausgeschoben haben. Das Gefühl, dann kann ich jetzt keine Zeit mit den Kindern und so. Also es ist wie einfach gar keine Option, dass es irgendwie anders sein. Die Welt ist eigentlich mit anderen Sachen. Zurück in der Innerschweiz auf der Spannorthütte. Das Wochenende startet die Sommersaison. Vorsichtig, Ronja. Die Ronja, die Tochter von Silvia, hilft mit. Ja, dann kannst du es zusammennehmen mit dem Schäufchen. Ja. Die Hütte ist klein und alt. Das gilt auch für die Matratzen. Da ist noch eine zweite, gell? Solche findest du auch nicht im Laden. Ja, ich fühle mich am wohlsten, wenn es eng ist. Irgendwie geborgen, wie in einem Nest. Viel mehr als in einem grossen Raum oder mit vielen Leuten umgeben. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe es lieber, wenn es ein bisschen gemütlich und klein ist. Der Sommer ist der letzte, wo die Hütte noch so urchig und rustikal ist. Die SAC-Sektion hat einen gröberen Umbau geplant. Es gibt einen Anbau, neue WCs, eine Waschmaschine und eine grössere Küche. Das erleichtert Silvia zwar das Leben und das Arbeiten, macht ihr aber auch ein bisschen Kummer. Was mache ich dir? Um einen Ockeln. Ich höre so viele von den Gästen, die sagen, hey, das siehst du so selten oder gar nicht mehr, so eine alte Hütte. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, man könnte genau solche Kunden eigentlich hierhin, hat man genug Kunden, die so könnten und uns besuchen würden.
Heute Abend ist noch Besuch angekündigt. Der Mann für Silvia, der Martin, kommt vom Tal unten rauf. Er schafft in Engelberg auf dem Golfplatz. Ronja, könntest du mir Zwiebeln bringen? Ja. Der Aufstieg zur Hütte ist steil und anstrengend. Der Mann hat sicher Hunger, wenn er ankommt. Ja, kannst du alleine machen. Ui, das sind viele. Ja. Dann können wir den schön kurz in der Nacht. Egal, wir sind ja allein. Aber das Skelett kann ich auch noch machen. Ja, sonst, weißt du, das tun wir die in Salat, wenn man das ist. Ah ja. Kann man auch. Wir haben gewusst, dass man auf sehr vieles verzichtet, auf viel Luxus oder auf viel Komfort eigentlich verzichten muss, was für viele eigentlich nicht vorstellbar gewesen wäre. Aber ich habe mir immer gesagt, irgendwie das, was ich am Aaron bieten kann, da oben, das kannst du mit keinem Geld zahlen. Also das ist so viel wert. Der Aaron ist der kleine Prinz für Spanorthütte. Er ist schon richtig daheim da. Fügel löschen. Hey! Hallo! Hallo! Was hast du rein? Was hast du gegessen? Ja. Zum Wasser holen. Ja, cool. Ich bin flotschnass, schau. Ja, vom Regen. Musst du mal schauen. Flotschnass. Oi, da bin ich so fest. Da. Ja, aber es ist Schweiß umdrehen. Ist Herbst noch so viel Wasser? Überraschung! Oh, ist ein Lieblingsspiel. Können wir hinten noch machen, wenn du noch magst? Ich probiere in der Woche mindestens raufzukommen, wenn ich am Arbeiten bin. Und am Wochenende, normalerweise bin ich Freitag oder Samstag da. Und je nachdem, das ganze Wochenende. Mama, das ist ab oder vier Monate irgendwie absehbar. Und das Wichtigste, das Hüttenbuch. Yeah, da können sich die ersten Gäste eintragen, das ist doch super. Warum haben wir noch eine größere für ich? Aaron, Schatz. Ja. Papa kann nicht immer so riesige Überraschungen bringen. Berner Oberland. Bei Zagers ist es Zeit zum Tschau sagen. Der Christoph muss die Hütten aufschliessen. Also. Seine Frau muss sich unten erholen. Ich würde immer kabeln, hä? Da. Sarah kann vielleicht den ganzen Sommer nicht also. Auf die Hütte. Wenn sich die beiden das nächste Mal sehen, wissen sie nicht. Das ist schon. Ja. Hey, Leute, also, sobald wir oben sind. Gut. Tschüss. Komm, Chibo, einsteigen. Ich würde lieber raufgehen, als da bleiben. Ich bin wahnsinnig gerne oben. Also für mich ist das so die Hälfte des Jahres, die schöner ist als die hier. Also ich wechsle schon gerne, aber ich bin wahnsinnig wohl hier. Der Weg zur Hütte ist lang. Der Christoph hat viel Zeit zum Nachdenken. Im Bändli, rauf zum Jungfraujoch. Mit dabei sind heute Hüttengehilfen. Und der Hund Chibo. So grosser Mode würde ich sagen, ist jetzt schon go und freue mich, jetzt raufzugehen und wieder loszulassen. Einfach auch etwas zu machen, auch mich bewegen. Das freue ich mich sehr. Aber wie gesagt, es ist so ein Puff im Kopf, so hin und her. Jungfrau Joch auf fast 3.500 Meter. Von da geht's auf den Ski weiter. Hoppla!
Schneeverhältnisse sind spitze für Mitte Juni. Am Ciano ist das Pülferli ziemlich egal. Hauptsache er kommt runter. Jawohl, gerade in der Spur Was der Christoph für heute erwartet, weiss er nicht. Der Gianno hat sie als letztes verloren. Das ist ein schöner Moment. Also, wieder die Sonne reinlassen, oder zumindest das Licht. Soll ich oben machen, beim Wetter, oder soll ich? Ja, oben das Zimmer aufmachen. Ja. Man sieht, dass wir hier gerade ein bisschen Hals über Kopf die Frühlingssaison abgeschlossen haben. Ich war ja nicht selber ich, der hier zugemacht hat, sondern Gianno. Und da hat der Vorabend noch Leute gehabt und am Morgen wollte mit Gästen noch mit auf die Sache. Allein kommst du da nicht fort. Und dann hat es halt pressiert. Man sieht es jetzt ein bisschen, aber das ist nicht weiter tragisch. Wir haben ja heute Abend nicht viele Leute. Dann haben wir schon Zeit, um uns zuerst ein bisschen aufräumen. Gut. Ja, dann mal eine Runde machen und schauen, was da alles in Ordnung ist und was ein bisschen weniger. Ab jetzt ist der Christoph als Hüttenwart nur noch für seine Gäste da. Ohne seine Frau leider. Nicht raufzukommen, für mich, das war keine Option. Nein. Nein. Ich meine, das wäre wirklich Worst-Case-Szenario. Also, Sarah hat das einmal mich gefragt, ob ich mir das auch überlegt habe. Und ich habe es nicht bis dorthin. Und das ist schon ein Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon Tage wird geben, wo ich mich dann mal verdrücken und runtergehe. Und halt das ausnutzen, auch, dass ich wirklich Leute habe, die den Laden kennen und das schmeissen können. Aber nein, ich möchte schon da sein. Auf jeden Fall. Familie Kramer in Ruckli hat es endlich geschafft und ist mit Sack und Back unterwegs ins Bergell. Es ist Mitte Juni, Anfang Saison. Die Reise zur Hütte ist also anders als sonst. Normalerweise ein bisschen einfacher. Schau, da wäre die da vielleicht noch gut. Das geht aber im Moment nicht. Sonst gehen wir natürlich mit der Bahn rauf, mit der Seilbahn und laufen die 40 Minuten noch zur Hütte. Das Material, das wenn wir immer fliegen, das ist so viel über den Sommer. Und sie sind die Seilbahn am Neubauen und darum wäre es halt eine Wanderung von 3,5 Stunden. Ist jetzt für uns mit dem Kind zu viel, darum fliegen wir. Aber es ist dann halt auch die Gäste, anstatt dass sie jetzt mit der Seilbahn zu uns rauf können und noch die 40 Minuten laufen müssen sie jetzt eigentlich die 3,5 Stunden zu uns rauf laufen. Es ist ein schöner Weg, er ist halt steil, geht im Bein. Und das merkt man, es machen halt viel weniger. Viel weniger. Für uns ist es darum, es wird unsere Lebensader, die Kaibabahn. Es ist unlässig, dass es jetzt die neue gibt. Aber gerade, wenn man dann eben hört, jetzt haben sie zwei Monteure gebraucht, weil irgendetwas hat nicht geklappt, dann denkt man schon, wir haben ja keine Ahnung, aber denkt man schon, kommt echt alles wirklich auf den Zeitpunkt, wo sie gemeint haben, mal auf den sollte es bereit sein. Kommt es auf den her. Die neue Bahn sollte ab Mitte Juli laufen. Also erst in 4 Wochen. Es könnte ein schwieriger Start in die Saison geben, mit finanziellen Einbußen.
Es war nicht so unser Lebenstraum, eine Hütte zu bewerten. Es war lustig, dass wir eigentlich dann immer gesagt haben, wenn, dann müsste unsere Hütte wie Albinia sein. Sie liegt in einem Klettergebiet, das ist für uns beide auch wichtig. Und eigentlich ist das noch eine schöne Variante, dass wir miteinander arbeiten können, miteinander in den Bergen sind, miteinander als Familie sein. Der Heli bringt die erste Ladung Material. Alles, was sie für den Saisonstart brauchen. Es pressiert. Die Sachen müssen schnell aus dem Weg für die nächste Ladung. Also. Was müssen wir jetzt ab aus dem Weg haben, dass wir noch eine. Den Kindern ist das Kids ziemlich egal. Sie wollen in ihr Zimmer. Willst du dein Zimmer zuerst? Ja. Oh, ist noch ganz dunkel. Weißt du noch? Ja. Ich schaue das Gleis, was es bei mir ist. Und wir haben eben auch das Zimmer mit der schönsten Aussicht. Weil man wirklich über zur Fiamme sieht. Fiamma ist das Wahrzeichen von Bergil. Und das muss jetzt auch noch sein. So, jetzt ist die Hütte beflaggt. Zurück auf der Spannorthütte oberhalb von Engelberg. Es sieht irgendwie noch nicht so nach Sommeranfang aus. Weil Wochenende ist, hat auch Martin ein bisschen Zeit, hier oben zu sein. Unter der Woche arbeitet er zu Engelberg auf dem Golfplatz. Es ist auch eine ganz andere Welt hier oben. Halt. Vom Golfplatz nach wegzukommen. Es ist einfach ganz etwas anderes und von dem her ist es auch Abwechslung. Ja, und es ist eigentlich nicht zu schaffen, wenn ich da oben bin. Egal, was ich mache. Ja. Der Trog ist für Gäste, dass sie die Zähne putzen, waschen. Das ist unsere Wellness-Oase. Da. In der Hütte innen jetzt nur in der Küche. Für uns eigentlich zum Abwaschen und wenn ich dann hoffentlich das Wasser angeschlossen habe, können wir da hier näher das Wasser laufen und die Küche. Das wäre ein Traum. Jetzt gehen wir schauen, ob wir das Wasser finden. Oder nicht. Jetzt haben wir da das Gerät, Jara. Schau, ich habe es doch daheim schon mal gezeigt. Mhm. Und ich hoffe, mein Blättchen ist noch in Fassung. Du hast mir nämlich geholfen, reinzutun. Das Rekoblättchen im Töpperwehrgeschirrli. Jetzt gehen wir etwas über den Tag, gell? Am Ende der letzten Saison hat Martin hier irgendwo einen Sender verlochert, dass er die Wasserfassung wieder findet. Meine Schuhe denken. Dann gehen wir endlich wieder zurück. Hat etwas gepitzt? Eben nicht. Nein, nicht. Es ist die Wasserfassung. Kein Pieps, nicht. Gehen wir zurück. Endlich. Ich muss noch etwas weiter suchen. Findest du schon? Kannst du dich auch, wenn wir es gefunden haben, ich kann helfen, schaufeln einen Moment. Der Bub abgeliefert. Die Suche geht weiter. Ich glaube, es bringt nichts mehr. Wäre schon schön, wenn wir heute Wasser hätten. Ja?
Gut. Hey, glaub es nicht. Halben Meter Schnee. Und ich bin froh, dass es nicht hier auf dem Rücken oben, weil da ist ein bisschen mehr Schnee. Ich habe das Gefühl, da könnte es zackig gehen. Ja? Es liegt ein bisschen mehr Schnee als angenommen. Zwei Stunden später hört Martin fängt das Wasser. Jetzt habe ich probiert, die Fassung zu finden. Ich habe sie zum Glück gefunden. Nach ein bisschen Schaufeln, wie man sieht. Ja, jetzt denke ich, muss ich es nur noch zusammenstecken. Und das sollte sicher funktionieren. Ja. Concordia-Hütte, hoch über dem Aletschgletscher. Wasser ist dort oben auf fast 3000 Meter ein rares Gut. Aber in gefrorenem Zustand hat so viel wie so Schnee in der Schweiz. Weit und breit nie eine Quelle, hat man lange danach gesucht, nie etwas gefunden. Es gibt wirklich nur Schmelzwasser. Oder natürlich Wasser aufzufliegen, aber das kann man sich jemand vorstellen, was das für einen Aufwand und was für Kosten würde generieren. Schauen wir das hier. Das Schmelzwasser soll in den Tank. Da kann man ja nicht schnell jetzt in Go, Bau und Hobby, das Mikro. Etwas posten, sondern man macht mit dem etwas, was vor Ort ist. Und das ist erstaunlich, was man hier zustande bringt. Manchmal einfach nur das Zeug so mal in den Shop rein, schauen und ein bisschen rumschauen. Und mal sieht man irgendetwas, was passt dort. Selten eigentlich, dass ich irgendwo anstehe und nicht weitermachen kann, weil mir etwas fehlt. Finde ich eigentlich immer irgendeine Lösung. Da weiss ich jetzt noch nicht, aber mal schauen. Ich brächte es noch an, dass mich nicht gerade abspritzt die ganze Zeit. Das Gelände rund um den Wassertank hat es in sich. Ein Feldtritt darf man sich hier nicht erlauben. Ich hatte noch nie irgendetwas. Das Holz anlangen hat hier weit und breit keins. Aber das funktioniert. Und ich habe das auch noch gerne. Also, ich tue schon noch so gerne ein bisschen ausreizen. Auch ein bisschen mit dem Risiko spielen. Und wenn man das als Spiel anschauen kann. Aber so klar, das ist das, was mir auch gefällt. In dieser Saison hat der Christoph ein neues Projekt. Er baut für sich und sein Personal eine Hütte um. Gut ist der Hüttenchef Uli gerade hier und vom Fach. Schmeckt es noch? Es schmeckt nicht schlimm. Ja gut, aber es ist jetzt halt auch kalt. Ja. Ja. Von dem her
Erwarte jetzt auch nicht, dass es da schon stinkt, die verrückt. Die ist ja noch vom alten, uralten Witz, oder? Ja, so ja. Ist ja nur bis da angegangen. Das ist kein Problem. Von Statik her. Ja, okay. Absolut. Gut, ja, aber da kommt das Fenster rein, ich denke. Ja. Aber da ist Mitte. Das ist das alte WC. Also das haben wir bis jetzt eigentlich den Frühling im Betrieb gehabt, als Blumsklo. Also da drunter zu ist ein Betontank, wo man reingeschissen hat und brünzelt. Und das wird jetzt alles umfunktioniert. Und wir versuchen aus dem Personalräume zu machen. Dass man da so wie noch eine Möglichkeit hat, so ein bisschen arbeiten zu gehen und wieder heizen. Ich denke, das ist noch so wertvoll. Und das ist ein lustiges Projekt. Ich mache halt so Zeug aus, ich nicht gerne. So und da kann man aus dem Vollen schöpfen. Also. Damit Gäste überhaupt auf die Hütte raufkommen, macht Christoph noch eine Brücke bereit. Was ich da in der Mitte bin, also stimmt das. Die Brücke die kommt jetzt unten ins Einstieg von Stegen. Das ist eigentlich zum Überwinden von dem Randspalt zwischen Gletscher und Fels. Da ist ja immer alles in Bewegung. Also man schätzt jetzt so im Jahr 1,5, je nach Jahr vielleicht sogar 2 Meter, wo das Niveau vom Gletscher absinkt. Und durch das sind wir da eigentlich immer am Improvisieren. Die ganze Zeit. Ohne Heli geht auf fast 3000 Meter nichts. 470 Stegentritt. Für ihn ein Kinderspiel. Nächste Woche muss der Christoph zurück ins Tal. Zara ist im Spital. Ich hoffe einfach ganz fest, dass man nicht noch mal im Bauch hineinschauen muss. Wir haben es heute gleich noch mal angesprochen. Das wäre auch schön. Auf der Spannarthütte wird der Umbau konkret. Silvia freundet sich langsam an mit dem Gedanken von Klimaluxus. Eine Dusche, eine Wäschmaschine. Boah. In dem Fall muss Martin die Kleider nicht mehr abtragen und unten waschen. Nein, oder ich muss sie da von Hand waschen. Nein, ja. Nein, ich habe die Waschmaschine rüber. Ja, Wahnsinn, ja. Und im Bergell nimmt Anna Maria Wunder, wie es vorwärts geht bei Bahn. Tagesgäste wollen nicht auflaufen. Das ist unsere Lebensader ein bisschen. Wir merken es jetzt bei dem wahnsinnig schönen Wetter, wie wenig Leute das wir haben. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.